Hallo, was man sagen? Ja, kleines Vorwort, bevor ich euch dann ganz alleine lasse. Wir ja gerade im Timelapse sind. Ich habe tatsächlich endlich mal geschafft, das Modell, das ich für Scuddy gemacht habe, tatsächlich in einem Timelapse fertig zu bekommen. Oder halt das Timelapse-Video fertig zu bekommen. Scuddy ist eine gute Freundin von mir, die ist hier auch auf Twitch und auf YouTube ja, zu finden. Ich habe sie unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut doch gerne mal vorbei. Und ich habe auch leider eine schlechte Nachricht, auch wenn das Video hier echt lang ist. Habe ich leider nicht alles verarbeitet. Es gibt ein paar Parts, die fehlen. Ein paar Parts bei dem Körper sind korrupt. Also die Videoausschnitte, die ich aus OBS beim Modellieren aufgenommen habe, sind leider korrupt gegangen. Ich weiß nicht, woran es liegt oder lag. Entweder, dass OBS Probleme gemacht hat oder dass das Ganze halt beim Hin- und Herziehen jetzt in die Reha irgendwie auf dem Weg von der Festplatte, von dem Weg von meinem Rechner auf die Festplatte und von der Festplatte auf dem Laptop irgendwie defekt gegangen sind. Ich krieg's auch nicht gefixt. Deswegen beim Körper fehlen ein paar Teile und ich habe hier nur den reinen Modelteil aufgenommen. Texturieren habe ich leider nicht aufgenommen. Da habe ich einfach komplett vergessen, OBS zu starten. Aber ich hoffe, es ist jetzt nicht ganz so schlimm und ich hoffe, ihr findet das vielleicht interessant. Wir werden auch ein paar mehr Modelle dann erstellen, wenn ich wieder zurück aus der Reha bin. Da werden wir verschiedene Projekte planen. Ich werde auf jeden Fall ein paar mehr Kreaturen machen. Das macht mir deutlich mehr Spaß wie Menschen. Wir werden auf jeden Fall dann uns endlich mal die Chibis setzen und viel mehr Chibis machen. Und generell brauche ich ja eh noch Charaktere für das Fighting Game, an dem ich spiele. Aber das zeige ich euch erst dann nach der Reha, wenn ich das halt ein bisschen aufgehübscht habe. Wenigstens was den Code angeht. So, die Basics habe ich jetzt so weitestgehend fertig für das Spiel. Wie gesagt, das seht ihr dann halt ja, nach der Gamescom, so in Pi mal Daumen 2 Wochen, könnt ihr euch da auf Video freuen auf ein Spiel. Da werden wir dann halt auch im Stream arbeiten. Ich weiß zwar nicht, ob ich im Stream an dem Code arbeite, aber auf jeden Fall an ein paar Meshes. Wir brauchen ja noch einen Hintergrund, wir brauchen noch jede Menge Charaktere. Und natürlich werden mal halt hier und da auch einfach YouTube-Charaktere einfach so machen. Entweder halt findet sich ein Opfer, dessen OC ich machen kann, oder ich finde irgendwas eine lustige Idee. Ich hatte hier und da ein paar Ideen, die ich demnächst einfach verwirklichen werde, weil ich einfach lustig fand. Und weil ich die Idee nice finde. Gerade mit den Ponys will ich auf jeden Fall noch was machen. Die finde ich halt einfach mega knuffig und da habe ich auch schon ein paar Ideen, was man da machen könnte. Ja, so viel dazu. Ich glaube, weiter habe ich nichts zu sagen. Schaut bei Scuddy vorbei, unten in der Beschreibung auf Twitch und auf YouTube. Sie macht auch ganz, ganz viel Kunst. Und dann lasse ich euch jetzt alleine, mache ein bisschen Musik unten da das Video und ja, entspannt euch beim Timelapse gucken.